Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Fail Rome 2 Total War. Wir erinnern uns, im letzten Teil haben wir Arse erobert und müssen jetzt die Stadt unter unsere Kontrolle bringen. Das bauen wir zu einem Hafen um. Das bauen wir zu einem hellenischen Dorf um und das wird ein Musterungsfeld. Ich habe hier so langsam so viele Musterungsfelder. Was bringen wir nochmal? Die hellenische Polis. Wohlstand, Wachstum pro Runde und zieht. Ja, komm, zieht zwar Nahrung, aber. Wie ist doch Vorhersage auf Nahrung? Plus 14% Einheitenverstärkung. So muss das sein. Ja, wie geht's hier? Ganz gut. Also warte, jetzt brauche ich. Wo waren Quests? Da waren Ziele. Beherrscht drei Provinzen entweder durch direkte oder über die irgendwas. Stimmt mein Kühnplan. Gut. Beherrscht mindestens eine der folgenden Provinzen entweder durch. Direkten Besitz oder Klientelkönigtum. Magna Gratia halte ich doch, oder? Strange. Okay, die Siedlung, so militärischer Sieg, beherrsche 60 Hafensiedlungen, unterhalte mindestens 110 Einheiten, unterhalte mindestens 40 Seeeinheiten, unterhalte 30 Söldnereinheiten. Ja. Wirtschaftlicher Sieg oder kultureller Sieg? Ja. Halte mindestens eine jeder strategischen Ressourcen. Im Moment halte ich nur 3 von 9. Zu Beginn eines Zuges ein Einkommen von 80.000 plus besitzen. Das ist ja. Forsche mindestens 20 der zivilen Technologien, 70 Einheiten unterhalten. Das lässt sich sogar einrichten, wenn die mal handeln mit uns würden. Naja. Errichtet folgendes Gebäude, großer Hafen, lässt sich, denke ich, auch einrichten. Wo die Belohnung sich nicht lohnt. Und wir sollen Rom den Krieg erklären. Das wird's aber nicht. Wird aber, denke ich, nicht funktionieren. Rom den Krieg zu erklären ist zu heavy, meiner Meinung nach. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Bereit zum Kampf. Libyen, ja. Mein Herr. Je länger ein Bündnis Bestand hat, umso größer ist die. Das wollte nur gucken, was da passiert. So, und dann nehmen wir nochmal libysche Infanterie mit. Was sagt der denn? Ja, das wird gemacht. Der Baubericht, das funktioniert auch alles. Der Haushalt wird wieder höher. Syrakus und Epigurus, das heißt, Syrakus erklärt uns erstmal nicht den Krieg, das ist gut. Da ist auch wieder Krieg und unsere Bevölkerung ist motiviert. Bis auf in Magna Graecia, da muss ich echt noch irgendwas tun. Das gefällt mir so wirklich nicht. Die öffentliche Ordnung ist richtig schlecht. Wie kann ich Karthago dienen? Vor Anker gehen? Wie kann ich Karthago dienen? So, wie steht's jetzt mit der. Die öffentliche Ordnung ist zumindest stabil durch meine Militärpräsenz. Ich lebe, um dem mächtigen das ist doch schon mal gut. Zu dienen. Und wenn wir dann demnächst hier. Was hilft das nochmal? Ach, meine Güte. Wieso gibt es denn hier immer. Was brachte nochmal öffentliche Ordnung? Der Tempel des Baal Hammon zum Beispiel.
für 2000 im nächsten Zug. Gibt es hier etwas mehr? Und wir gucken mal wieder zu, was hier unsere, was hier die anderen alle fabrizieren. Ich bin dafür, dass wir erstmal auch nicht keine weiteren Leute hier, keine weiteren, wie heißt es, Fraktionen finden, obwohl das egal ist. Hier läuft ja alles durch. Wir sehen hier gerade alle Fraktionen. Auch die nicht spielbaren, beziehungsweise die, die wir eigentlich noch nicht entdeckt haben. Äpfel? Gut. Lass ich mal den Computer schlagen. Siegchance sehr hoch. Komm, geh in eine Schutzstellung, wer will was von dir? Macht er hier tatsächlich eine Haftblockade? Komm, die Gefangenen werden versklavt. Wir bauen uns den Ruf auf, unsere Gefangenen werden Sklaven. Naja. Jetzt gucken wir mal hier was so. Libyen. Zumindest heute Libyen. Damals, keine Ahnung. Von hier und jetzt. Neu-Karthago, Alt-Karthago hat ja schon gewirkt. Hier auf der Karte. Wir machen ja immer den Anfang und gucken dann, was so die Gelände und Siedlungen, die eurer Fraktion bekannt sind, aber sich nicht auf eurer Sicht. Aha. Epirus ist nicht mehr. Wir sollen einen Meisteragenten rekrutieren. Okay. Wer hat hier das? Wieso ist das hier dann, der Rang erhöht, wieso sind hier so ein paar Sachen grau? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Hätte ich jetzt gerade nicht aufgepasst, wüsste ich nicht, dass hier ein Handelsabkommen aufgelöst wurde. Was mir gar nicht gefällt. Ich wüsste mal, mir fehlt hier noch so die Anzeige so im Krieg. Feindliche Provinzhauptstadt. Eine Nebensiedlung. Eine Nebensiedlung. Eure Provinzhauptstadt. Nebensiedlung. Eine Provinzhauptstadt. Okay, gut. Also mit denen da sind wir auch noch im Krieg. Da können wir uns auch noch hin ausbreiten. Später irgendwann mal. Bereit zum Kampf. Jetzt warten wir erstmal, bis hier rekrutiert wird. Zu euren Diensten. Hier können wir irgendwas erhöhen, okay. Besteht aus Objekten, Assistenten und allgemeinem Gefolge, die Charaktere während ihrer Aufgaben ansammeln und die ihre Fertigkeiten beeinflussen. Sie mehren sich im Verlauf der Kampagne und können Charaktere. Was nehme ich jetzt mal? Das ist jetzt blöd. Iberischer Söldnerkapitän oder gallischer Überlord? Iberischer Söldnerkapitän. Und du wirst ein Krieger. Er ist ein Verfolger. Und ein geborener Schleicher. So muss ein General von uns aussehen. Warte, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Ab ein Tempel bauen. Lateinisch, Hellenisch, wir sind lustigerweise irgendwie auch Lateinisch, wenn ich mal wüsste, was meine Fraktion ist. Wir sind eigentlich Hellenisch. Hellenistisch, okay. Wir halten keine Provinz, laut dem Ding hier. Und sind mit immer mehr im Krieg. Keltiberische Föderation Getuida und Edeti. Die rasende Wut des Neto. Wir kämpfen für euch, mein Herr.
Ihr könnt in eurer derzeitigen Stellung nicht angreifen. Gut. Ich erwarte eure Befehle. Aus dem Grund können wir das nicht. Wir brauchen erstmal ein bisschen Hopliten und libysche Söldner. Und beenden dann auch gleich mal die Runde. Irgendwie kriege ich zu wenig Geld. Könnt ihr mal unter die in den Kommentaren schreiben, wie ich an Geld komme. Also an mehr Einkommen. So. Wäre echt nett, weil sonst noob ich hier rum und verliere echt irgendwann den Spielspaß da dran und mach hier dann so ein ab. So ein unabgeschlossenes LP bzw. Let's Fail. Das wäre ja nicht so geil. Glaube ich. Wenn stören würde es mich nicht, dann fange ich irgendwann an, hier immer hier mal ein bisschen rumzuspielen und nebenbei gucke ich dann Tutorials und sowas. Ah, jetzt werde ich hier angegriffen. Hab aber unglaublich viele Verstärkungen. Wobei, was ist das hier? Achso, die Garnisons. Irgendwas? Nein, komm, das kannst du automatisch machen. Eure Armee hat Verluste erlitten und benötigt neue Rekruten. Befindet sich eine Armee auf freundlichem Gebiet? Ja, komm, die gibt's ja. So, die Gefangenen darfst du jetzt aber töten. Da wir uns mit den Sklaven langsam im Krieg befinden und ich die nicht zu stark werden lassen möchte, darf da jetzt mal wer töten. Armer Typ. So armer Typ, der töten musste. Sofern er nicht töten wollte, weil dann hatte er ja sau Glück gehabt. Neu-Karthago, also sind wir bald wieder dran. Sardinien. Syrakus und die Sklaven. Mit der Leertaste könnt ihr die Bewegung sämtlicher Charaktere, Armeen oder Flotten auf der Kampagne. Ah, okay. Eure Streitkräfte haben diese Fraktion niedergetrampelt. Editani. Militärtradition. Die mutigen Männer dieser Armee haben schon viele Siege erlebt. Ihre Courage ist im Angesicht der Feinde ist noch herausragender als sie können im Umgang mit der Waffe. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Okay. Das ist ein amüsantes kleines Ding von der Grenze. Schicken wir es in irgendeine Gruppe, whatever that means. Es wird was. Ja, okay. Zusätzlich zu Fähigkeiten, die durch Erfahrung erworben werden, entwickeln die eurer Fraktion zugehörigen Charaktere mit der Zeit persönliche Eigenschaften, die Auswirkungen auf ihre Fertigkeiten ja, haben. Ja, ich denke, ich mach mal Manche Eigenschaften bestehen bereits, wenn der Charakter das erste Mal im Spiel auftaucht. Andere erwirbt er... Ja, ja. Laber nicht so viel. Hier wurde eine Menge gebaut. Mostly in also. Zwei Runden noch. Dann ist auch das fertig. Wobei, mit einem Ding kann ich ja schon mal das Periklöken-Lager ausbilden. Mein Herr. Okay, die gehören zu uns. Das ist schon mal nett. Wir suchen Schutz. Reise abgeschlossen. Gut, ihr latscht in die Richtung und in die Richtung zu laufen. Warte, wieso verlieren die? Ah, ich glaube, weil die nicht mehr bezahlt werden können, verlieren die langsam Einheiten und Männer. So, jetzt hier brauche ich mal kurz meine Streitkräfte. Ich hatte doch schon irgendwo... Ja, ich hatte doch schon einen Spion. Wie kann ich Karthago dienen? Wie kann ich euch dienlich sein? Indem ihr mal hier an Land lauft. Die Flotte meldet sich. Und ihr hier könnt mal.
Hier mit euch. Könnt ihr euch mit denen da anlegen? Oh ja. Ich wollte schon sagen, ich habe überhaupt keine Flotte. Das ist aber nicht so ganz richtig. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Eine Flotte besitze ich tatsächlich. Dann, denke ich mal, kann sich da demnächst was tun. Dann steigen auch meine Handelseinnahmen wieder. Du kannst ein bisschen was rekrutieren an Hopliten und nochmal Hopliten. Dann beende ich die Runde. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ikatubara, da die Provinz, wenn die Leute dann die Ketiberen da reinlaufen und dann schon irgendwie in ihrer eigenen Provinz hier sozusagen was verlieren, das ist eigentlich schon traurig. Ist echt traurig. Aber naja. Solange da von denen erstmal nichts passiert. Und ich werde nach dieser Runde hier auch, Mit der Rücktaste könnt ihr die Bewegung eurer Armeen, Flotten und Agenten auf der Kampagnenkarte anhalten. Okay. Ich werde jetzt hier erstmal, also nach dieser... Ich werde jetzt hier die Aufnahme wieder beenden. Ich habe ja ein paar Fragen an euch gestellt, so wie bekommt man Geld? Also wie steigere ich mein Einkommen? Wie kriege ich andere Fraktionen dazu, mit mir zu handeln, mit mir ein Bündnis einzugehen, etc. pp.? Und wofür sind die eigenen Gebäudetypen da? Beziehungsweise wäre cool, wenn mir auch einer von euch mal irgendwie so einen Link zu einem Forum geben könnte, wo so das Schere, Stein, Papier, also das Hardcounter-Prinzip hier in Rome 2 Total War erklärt wird. Und dann beende ich diesen Part mit diesen Fragen an euch. Und also ich werde dieses Let's Play noch weitermachen, aber sobald die View-Zahlen nach ein, zwei Tagen unter ein Viertel meiner Abonnenten fällt, beziehungsweise wenn zu lange von euch keine Antworten auf meine Fragen kommen, weil die brauche ich. Ich brauche eure Hilfe bei dieser Kampagne. Alleine packe ich das wirklich nicht. Also wenn meine Zahl da drunter fällt, dann und keine Antworten kommen zum oder keine befriedigenden Antworten kommen, dann beende ich zumindest die Aufnahmen. Ein bisschen weiterspielen werde ich immer noch. Ich plane auch demnächst, wahrscheinlich wird es mit einem anderen der ULR-Leitung sein, plane ich eine Multiplayer-Kampagne zu machen. Das Ganze werde ich eventuell auch aufnehmen und dann hochstellen halt. Aber auch da dasselbe, ich werde da Hilfe von euch brauchen, beziehungsweise viel werde ich dann von ihm halt auch geholfen bekommen, aber also sozusagen so Hilfen von euch wären mitunter auch sinnvoll und hilfreich, muss ich sagen. Und dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Video.